Ja, was ich persönlich schon gar nicht mehr verstehe, jetzt sind 27 Jahre rum und in 27 Jahren erlebe ich das als Sachverständiger für Sicherheitstechnik bald monatlich, dass es geschädigte Bürger gibt hier im Raum Leipzig, die immer wieder im Nachhinein um Hilfe rufen, weil sie am Wochenende im Notdienstbereich zwischen 400 und 1400 Euro für Notöffnung bezahlt haben, an sogenannte Drückerkolonnen. Und ich kann nur sagen, werdet munter, lasst euch von Fachbetrieben in eurem Wohngebiet, wo ihr wohnt, beraten, fragt euer Nachbarn, fragt die Familie, lasst euch, bevor ihr irgendwo eine Rufnummer anwählt, helft euch im Haus, fragt beim Nachbarn, welche Erfahrungen die Nachbarn gemacht haben und lasst euch nicht in einer Notsituation über den Tisch ziehen, fragt den Handwerker, den ihr gerufen habt am Telefon, was es kostet, fragt den, bevor er an der Tür anfängt mit den Arbeiten, noch einmal, lasst es euch bestätigen, wenn es geht, unter Zeugen. Und nur dann, wenn der vereinbarte Preis bezahlbar ist und abgestimmt ist mit dem, was am Telefon vereinbart wurde, nur dann lasst denjenigen an die Tür. Jeder möchte dort in den Situationen so schnell wie möglich in seine Wohnung reinkommen. Aber es kann nicht sein, dass man, bevor man eine Leistung erbringt, etwas unterschreibt und dann noch vertraglich dann noch, ich sage ich mal, in dieser schwierigen Notsituation noch ausgenutzt wird und dann noch über den Tisch gezogen wird, dass dort Dienstleistungen abgerechnet werden, die eigentlich wirklich Betrug ist und Wucher ist. Und ich kann nur appellieren, werdet endlich munter. Und ich kann auch jeden nur bitten, wenn Sie merken, dass gerade ältere und behinderte Menschen in Not sind und die Türen zugeschlagen haben, bitte kümmern Sie sich um Ihre Nachbarn, kümmern Sie sich um die älteren Menschen und gerade um behinderte Menschen, dass sowas nicht passiert. Dann rufen Sie einfach die Polizei an und fragen bitte, lieber Polizist, bitte, ich bin mir nicht sicher, wen kann ich beauftragen? Können Sie mir ein Unternehmen nennen oder zwei Unternehmen nennen, mit dem Sie arbeiten? Denn die Polizei arbeitet auch mit Sicherheitsfachgeschäften zusammen im Tag- und Nachtbereich. Und Sie können mir glauben, dass eine Polizei genau weiß, wen sie beauftragt und wen nicht. Denn die bezahlen keine 800 oder 1400 Euro für eine Notöffnung. Man sollte sagen, in einer Großstadt wie Leipzig, Dresden, Chemnitz, ich rede jetzt von Sachsen, liegt eine Öffnung zwischen 65 und 80 Euro am Tag. Nach Feierabend, wenn die natürlich die Mitarbeiter nach Hause gehen, sie müssen davon ausgehen, dass wir alle ganz normal arbeiten, wie auch Sie, liebe Bevölkerung, und dass dann der Bereitschaftsmonteur nach 16 Uhr dann zu Ihnen kommt, der die ganze Nacht Bereitschaft hat bis früh. Verlangt also in der Großstadt wie Leipzig zwischen 88 Euro und 100 Euro und am Wochenende zwischen 92 Euro und 100 Euro gibt es seriöse Partner hier zum Beispiel in Leipzig, die für diese Notöffnung ihrer Wohnungstür das in Rechnung stellen und das auch benötigen. Alles andere funktioniert nicht.